sensationell. She has been chosen. Fargrima saw it. The part of her she keeps hidden, pushed out, covered with silence. Fargrima saw that too. So, füllt das mal wieder auf. Wie wollen sie das jetzt wieder verstecken? Hm? Kommt doch hier, der Napfkopf Sülze kommt da jetzt hier hin. Hallo, wollt ihr mal gucken? Okay, eine Fackel. But will she be enough? What will they ask of her? Can she give it? So, einmal durch. They will tell us how to kill a giant. You know what that means, do you, Senua? No more sacrificing. Sehr schön. Once again, she's leaving the sun. Leaving the world. Plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark. A deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time. Connects her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. Man muss auch sagen, dass Senua natürlich im Gegensatz zum ersten Teil wesentlich tougher, selbstbewusster vor allen Dingen ist. So, als hätte sie sich natürlich selbst, also sie hat sich ja weiterentwickelt, ne? Aber man sieht es tatsächlich auch in ihrem Charakter-Arc so ein bisschen. Also spiegelt es auch wieder. Oh fuck. Wäre ja eine Stimme hier. Oh. Das ist doch eine Sicht. Das ist doch eine Sicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ihr habt da auch gerade die Sicht gesehen, oder? Seid ehrlich. Wird, Mann, da lag was. Okay. Minenwerkzeug. Spitzhacke, Schaufel. Where is it taking her? Everything you have done has brought you here to nothing. Okay, was haben wir denn da vorne? Maybe your father was right. Ist das schon mehr so ein Runenpfahl irgendwie? Maybe you will die here. Und wir ein Zeichen finden können? Ach du Schande. Okay, wir springen mal runter. Wie können denn hier jetzt... Sind die Nordmänner so weit vorgedrungen schon? Dass die hierher gekommen sind? She needs to be careful, Senua. Ja, ist nochmal so ein Runenstein, ein Runenobelisk. Oh Gott, so viel habe ich schon verpasst. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich chronologisch. Ich wüsste jetzt nicht, wo die jetzt übersehen hätte. Das ist ja, also, das ist ernüchternd, ernüchternd. A light at the end of the darkness. They're coming back. They're here. Look at the light. Okay, ist blau luminisierend. Sekten oder was sind das? Jetzt hier oben haben wir eine Art was? Ist das ein Becken oder irgend sowas? Kleines Bassin. Eine Vogeltränke. So, hier könnte ich jetzt, ich wollte gerade sagen, so ein Euro-Stück drin rollen lassen. So. Gewöhnliches Feuer. Sames Feuer. Okay. Na, dann gehen wir mal weiter rein. Wie gesagt, für mich wäre gar nichts irgendwie so tief unterm Berge. Dann reicht schon, wenn hier irgendwas einbricht. So, den Buff. Dann kommst du hier nie wieder raus. Sonst wie weit unter der Erde irgendwie. Oh Gott. Eine Beklemmung. Look, there's a light shining. Oh, yes. Lighting your way. She was lost, but now. Was ist das? They are here. The hidden folk are still here. Look over there. What can you see? Something different. Go towards it. A doorway? Is it? Come.
Okay. And yet more darkness. More rock. So, hochklettern können wir wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht. So, okay, wenn wir uns jetzt hier fokussieren. Kann ich denn hier jetzt reinklettern? Nein, kann ich nicht. Okay, also wir sind... Kann ich das Spiegelbild irgendwie... Kann ich auch nichts mitmachen. Ah, okay, hier ist ein Weg lang. Warte mal. Sind wir... Nee, wir sind hier runtergesprungen. Dann lass uns mal hier reinkriechen. Vielleicht kommen wir hier zu dem Hemsfeuer hoch. Letztendlich, das ist ja schon an. Die Frage ist, was soll ich jetzt diesen farbigen Stein tun? Fokussieren hat jetzt nichts gebracht. Okay, also wir sollen wahrscheinlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Steinen herstellen. Die Frage ist nur, wie? Kann ich die Fackel benutzen irgendwie, dass wir eventuell mit einer blauen Flamme an diesen Stein rangehen? Okay, wir haben das Feuer gelöscht. Oh, ein anderes Gesicht. Wie schön. Okay, ich überlege, ist das auf Zeit? Müssen wir uns beeilen? Sieht nichts aus. Okay, hier sind jetzt eine Menge Abzweigungen. So, okay, hier kann man nicht weiter runter wahrscheinlich. So, okay, dann lass uns mal hier schauen. Hier geht's auch nicht weiter, das ist ganz gut. Ich finde es tatsächlich... Sehr gut, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann sind die Wege tatsächlich etwas klarer, wo man hin muss. Nein, 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 ich möchte hier nicht lost forever sein. Fuck. Doch, wir müssen. Können wir runterspringen? Ja, oh nein. Würdet ihr das machen? Also ich hätte da ja einen starken Zweifel, dass ich das machen würde. Jetzt wird's kommen, Senua. Sobald der Wasserstand jetzt so bleibt, ist alles in Ordnung. Und wenn er steigt, panisches Schreien. Okay, warte mal. Können wir die Fackel oben hinlegen und drunter durchtauchen? Ja, das sieht gut aus. Und durch mit hier so. Oh shit. Waren da Leichen gerade oder waren eine Statue? Was war das gerade? Wer stellt denn da so einen Scheiß hin, Mann? Habt ihr das gehört? Oh Gott. Kennt ihr den Film The Descent? Wo so eine Gruppe von Mädels irgendwie so Cave Diving macht irgendwie und in so eine Höhle runterklettert? Und dann auf so eine Horde Freaks, Viecher stößt? So fühle ich mich gerade. Was mit dieser Fackel machen? Nein, können wir nicht. Warte mal, wenn ich hier durchgehe, lass mich raten, dann wird meine Fackel ausgehen. Aber wir müssen hier hoch, um das Becken anzuzünden. Okay, das sieht schon erstmal ganz gut aus. Machen wir mal an.
Was passiert dadurch? Dadurch geht dort vorne eine Rampe hoch. Also dadurch entsteht die Rampe. So, dann können wir nicht hochklettern. Okay, dann lassen wir mal die Rampe hochgehen. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Okay, wir kommen nach da. Da ist das Licht. Licht ist gut. Licht ist unser Freund. Achso, nee, wir müssen es anzünden. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. Ja, okay, gut, was... So, warte mal, das ist noch nicht angezündet, das heißt, dieser Weg existiert noch nicht. Nick, jetzt mal, kann ich wieder rinspringen? Ja, yeah, toll. Schön. Wie kann ich denn diesen Weg jetzt quasi entstehen lassen? Wenn ich jetzt die, wenn ich die Fackel wieder ausmache, also oben das, die Feuerschale, würde sie dann entstehen? Letztendlich, okay, wozu? Unterm Strich fragt mich auf, okay, wozu ist die Fackel da oben jetzt angemacht worden? Aber sie sagt ja, okay, es ist so eine Art, ja, Leuchtfeuer. Ich probier's mal, ich mach's mal aus. Sometimes she needs the light, but sometimes she needs the darkness. So. Jetzt zurückgehen. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, müsste die Fackel ausgehen. Ja, die Fackel ist aus. Okay, genau, jetzt kann ich hier oben an der Fackel meine Fackel anzünden und kann hier vorne das Becken anmachen. Ich verstehe, alles klar. Das ist der Weg. So, und der müsste jetzt wahrscheinlich diesen Weg entstehen lassen. Genau, alles klar, cool. Das kannst du gar nicht wissen. Oh, sind diese Bilder, ey. Das sieht so aus wie so ein Hive oder irgendwas. So ein Bienenstock oder so ein Wespennest. Auf jeden Fall nichts Gutes. Sage ich, nichts Gutes. Okay. Ah, hier geht's tief runter. They made this. They want you to get lost. They take you away. And when you return, years have passed. Oof. Was? Will that happen to us? A shadow. Shadow. Should you follow that? Sind wir das? It disappears. And leaves her in the dark. The darkness reveals. Oder ist das eine arme, verlorene Seele, die in der gleichen Situation wie wir sind, waren. Okay. Gut, wenn ich jetzt reinspringe. Ah. Das ist alles noch relativ friedlich bis jetzt irgendwie. Also ich. The hidden folk are toying with you now. There's a reason for this. They're testing me. Ich hoffe auch nur, dass sie uns testen. Nicht hier in irgendeine Falle locken. Okay. Was? Oh, 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 aber richtig Gänsehaut gerade. Aber richtig Gänsehaut. Oh, unangenehm. So, dann mach mal aus. So. Dadurch haben wir hier vorne jetzt einen Durchgang. Schatten im Wasser. Oh, nee. Don't listen to them. So, don't
So, lasst euch einfach in Ruhe weiter baden. Ihr geht raus, ja? Mutti ist kalt schon. Geht raus. Fuck. Oh nein. Okay, ich muss durch, was soll ich machen? Shit. Okay. Ich komme in Frieden. So, ich komme einfach. Ah. Wieso denn unseres wegen? Wir können ja überhaupt nicht dafür. Ich kenne euch ja nicht. Du bist nicht wegen uns tot. So, jetzt kam ich wenigstens mit der Fackel durch die Plumpe hier durch. Ja, ich hoffe natürlich, dass meine Fackel Oh Gott. Es ist wirklich sehr intensiv, das Spiel. Wirklich. Und das war's jetzt gleich wieder mit meiner Fackel. Shit. Okay. Ja. Okay, wir brauchen jetzt erstmal irgendwo eine Fackel, die anders. So, das sieht schon ganz gut aus. Hier vorne ist hoffentlich eine Fackel. Ja. Oh, ja. So, damit können wir die andere Fackel anmachen. Aber ich denke, das wird noch nicht gewesen sein, irgendwie. Ich glaube, so einfach wird's nicht. Jetzt auch hier vorne immer durchkriechen. Moment. Wenn ich. Kann ich auch hier ins Wasser? Warum kann ich hier durch? Das muss einen gewissen Sinn machen. Gut, dann gehen wir hier wieder durch. Wenn ich jetzt... Ah, okay, wir müssen durch die hell erleuchteten Stellen laufen. Oh. Nur aber schnell. Oh, okay, wir müssen wirklich von Lichtinsel zu Lichtinsel. Ist das fies. Oh, schnell. So, und jetzt schnell eine Fackel anmachen. Okay, alles klar. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Ihr Schweine! Ihr seid einfach so eine große Fresse, ey. Und nicht dahinter! So clean mit Hut! So clean! The time is now. There is no other way. Put your head under water. Ich möchte nicht. Take a deep breath. Irgendwas gurgelt da. Ah, wir die Todjäuten grüßen dich. Oh. Okay, also. Oh Mann, ey, bitte. Oh nein. She has to go through it. No, this can't be right. It's the only way. Na, das ist scheiße. Okay, wir gehen durch. Es ist der einzige Weg. Lauf, und raus. Ist aber wirklich ein nettes Völkchen hier, das Verborgene.
Some things can only be done alone. No sunlight. Just the darkness. Okay. Also irgendwo eine kleine Fackel wäre toll, würde ich mich tatsächlich ein bisschen besser fühlen. Was? Oh. Komm, wir nehmen sie. Grab the torch. What is this place? Wow. Sky, beautiful. Okay. How is it possible? Wow. Oh, das sieht echt gut aus. So, wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Das wird anscheinend hier erstmal durchlaufen. Und dann vielleicht kommen wir hier vorne irgendwo rauf. Oder finden nochmal ein anderes Becken. So eine Menge Becken. Kommen wir denn hier hoch? Nein, hier kommen wir nicht hoch. Ach Mann, warum kommen wir hier nicht hoch? Ja, ich würde ihm auch gerne helfen oder ich würde mir auch gerne von ihm helfen lassen. Aber, wo soll man denn hin? Wo soll man denn hin? Okay, oder komme ich vielleicht doch da drüben irgendwie rauf? Du kannst doch mal hier so eine kleine Ecke hochklettern. So, ja. Mensch. Ist doch nicht so hoch. So, hier geht's hoch. Okay. Gut. Hier vorne hat sich jetzt eine Brücke materialisiert. Dann würde ich hier mal rübergehen. Look, another opening. Another opening. How do I get to it? She doesn't know. Oh, hello there. So, dann springen wir hier mal runter. It's another test. Don't trust it. You need to prove yourself. She needs to prove herself. Okay, hier müssen wir das Licht wieder ausmachen. Mit den farbigen Steinen. So, und jetzt werden wir vielleicht hier hochkommen, genau. Super Sache. Super Sache. Das machen wir auch aus. Think, 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 you need to think. Think, 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 you need to think. So, jetzt könnten wir wahrscheinlich... Kann es sein, dass wir die Fackel jetzt hier vorne wieder anmachen müssen? Damit wir diesen Weg haben. Ja, genau. Ich denke, das kann so sein. Weil jetzt ist nämlich hier vorne, glaube ich, die Steinwand weg. Dass wir hier nicht mehr durch müssen. Wir gucken mal. Vielleicht funktioniert die Taktik. Ja, massiv, massiv. Und hier kommen wir durch. Sehr schön. Alles klar. So, heißt also, wir können jetzt hier oben rüberlaufen über den Steg. Uns aber einen Scheiß bringt. So, jetzt muss ich nämlich tatsächlich die wieder anmachen hier vorne, damit der Steg durchgehend ist. Ah, ich kann euch nicht vormachen, ihr hättet jetzt schon lange durchschaut. Aber ich bin halt so ein bisschen... Dauert bei mir immer ein bisschen. Wie gesagt, man ist auch tatsächlich wirklich sehr überwältigt von dem Spiel. Das ist einfach so auf dich einprasselt. Das wirkt halt so wahnsinnig krass auf dich. Give them the torch. Nee, kann ich nicht. Okay, okay, okay. Oh, ach so, jetzt macht er das an. Ist aber nett von ihm. Wir haben ihnen jetzt quasi die Fackel gegeben. Ich verstehe. Geht er jetzt da hinten hin und packt er da hin? Gibt er uns die Fackel jetzt wieder?
Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir hier wieder zurücklaufen. Und damit wir quasi hier vorne wieder die Brücke wegmachen, um zurücklaufen zu können. So, lass mich alles nochmal schnell irgendwie richtig mit Streichhölzern zusammenlegen, damit ich das alles hinkriege. Und hier keinen Quatsch mache. Aber ich glaube, das könnte sein. Verdammt. Hier komme ich jetzt nicht durch. Aber hier. So, und jetzt ist ja hier eine Brücke materialisiert. Genau. Jetzt, die hat er jetzt angemacht. Ich lasse sie mal erstmal kurz an. So, und die kann ich aber nicht anmachen, weil ich habe keine Fackel. Mist. Was ist, wenn ich die jetzt ausmache? Dann wird das hier plötzlich weg sein. Oh, warte mal, hier vorne. Kann ich da nicht hin? Ach so, wahrscheinlich muss ich denn hier rumlaufen. Wenn das Ding weg ist, kann ich rumlaufen und mir wahrscheinlich da hinten eine Fackel rausholen. Hui. Okay. Ah, cool. Und jetzt setzt die Fackel hier durch, ne, oder? Hey. Nice Teamwork. Vielen Dank. Also, ich denke, wir sind kurz davor, das verborgene Volk zu finden. Denke ich. Hoffe ich. Schätze ich. Okay, gut. Dann machen wir die wieder an. Gehen hoch. Machen die andere an. Und dann müssten wir ja quasi da drüben ankommen. Und da die Fackel hinnehmen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier vorne der Weg plötzlich da ist. Achso, ist er ja, alles klar. Ich dachte, ich so quer rüber. So, okay. So, und jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das Ding wieder aus, damit ich da hochkomme. So, dann müsste da vorne jetzt die Steinkante weg sein und ich kann nach... Nee. Hm, okay. Aber ich kann ja... Nee, hier kann ich jetzt nicht weiter. Also ich muss die Fackel ausmachen. Ja. Ich muss alles machen. Dann komme ich da durch. In der Hoffnung, dass jetzt auf der anderen Seite irgendwas ist. Oder irgendwas auch passiert ist. So, kann ich denn jetzt hier? Kann ich jetzt hoch? Haha, okay, alles klar. Gut. Na, das war ein Abenteuer. Okay, gut. Fackel hingepackt. So, okay, wir geben ihm jetzt hier die Fackel. Er läuft damit. Fackelträger. Wo willst du hin? Er macht jetzt wieder an. Dann können wir hier rüber. Und wir sind jetzt hier in der Höhle. Dankeschön, Machtgeist. Let's go back in the darkness. Das ist so krass, wie du die ganze Zeit von diesen Stimmen irgendwie beeinträchtigt wirst. Also einfach beeinflusst wirst. Nicht beeinträchtigt, beeinflusst wirst. So, na dann springen wir nochmal rein hier in den bunten Tunnel. Ein bisschen was von Scanner Sombre. So beautiful. Guiding you through the dark. I can breathe again. The darkness held a question. Are you strong enough? Oh, okay, okay. Hey, hey, hey.
And they will tear it from her mouth. Jetzt kommt doch gleich ein Kampf, ich sehe doch. Oh! Alter! Oh, was hast du denn für welche? Alter, Pain! Alter, ist das der verborgene Volk? Ist das ja enorm, wie meine die sind? Ah, ey. Widerliche Mistpack. Aber rot ist doch nicht gut. Was? Oh, Draugar-Geräusche und nicht die, Alter. Nicht doch. Oh. Oh. Oh, ist das fies. Ihr Schweine, Alter. Los! Kämpfe es mir! Au, shit! Oh! Alter! Oh, wie die Geld zubeißen sind. Widerliche Kannibalenpack, ey. Fuck. Was ist jetzt? Warum schnarren die Stimmen? Wie heftig ist dieses Spiel, bitte? Also, wir haben die Messlatte auf jeden Fall richtig nach oben gesetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin zweimal ausgewichen irgendwie und dennoch kriegt er mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du hast noch nicht. Oh! Oh, von beiden Seiten.